Hallo und willkommen zur nächsten Folge. Scheiße, vergangt, egal. Ich nehme weiter auf. Nächste Folge ist Star Wars, die Republik, Schmuggler bzw. Schurke. Ich habe mich noch nicht geportet, weil ich es verpennt habe. Wollte mich eigentlich letzte Folge schon porten, bzw. offscreen. Ohne euch. Porten ist jetzt nicht so interessant, egal. War nur 5 Sekunden. Guck mal, wen haben wir denn da? Pialan. Ich habe mich auch wieder einen Teil vom Handlungsbogen. Und jetzt sogar hier diesen Läufer. Habe ich ja auch bei dem hier. Aber ist nicht dabei. Frage, muss ich da lang oder muss ich da lang? Das ist das Problem in diesem Gebiet. Entweder man geht dann nach unten oder man geht nach oben. Ich bin für hier lang. Na gut, da kann man sich auch hangeln. Das ist immer das Problem. Man weiß immer nicht, ob es jetzt man ist da unten oder nach oben muss. Also ich bin für oben lang. Das sieht mir sehr weit oben aus. So, hier, dass ich jetzt das Gebiet hier aufdecke. Ah, komm, jetzt. Das Gebiet ist aber echt groß. Das kann ewig dauern, bis wir ankommen. Oh, hier ist sogar der Eisfahren. Warum ist er denn hier? Nehmt einfach mal mit. Also hier seht ihr an der Position, wo ich gerade bin. Hier oben seht ihr auch die Koordinaten. Da ist aus noch aus dem Thomas der Eisfahren. Brauche ich jetzt bei dem Charakter jetzt zwar nicht, aber wo ihr ihn haben wollt, könnt ihr es gerne mal sagen. Ich kann ihn euch auch mal schicken. So, hier haben wir die imperiale Basis. Müssen wir jetzt nicht aufpassen. Jetzt wird sie gleich sterben. Ich werde jetzt noch mal kurz das Gebiet hier aufdecken. Tesch aus dem Posten. Die starken Gegner. Okay, da sehe ich ein paar Gegner. Bisher war es, glaube ich, sogar noch eine gute Entscheidung, dass ich oben geblieben bin. Alter, was fällt den Entwickler ein? Republikaner und dann einfach mal nach ganz unten auf der Karte. Also PvP-Server damals wäre das, glaube ich, echt kein Spaß gewesen. Und ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Ich glaube, ich wäre hier wieder rausgekommen. Jo. Wäre, glaube ich, egal gewesen. Aber trotzdem besser oben als unten, weil von oben kommst du immer wieder nach unten. Wenn nicht, würde ich diesen tollen Festungsbug nutzen, um nach unten zu kommen. Unbeschadet. Das wäre dann auch egal, weil... Ganz ehrlich, die können auch nicht von einem verlangen, dass wenn man mal was Falsches macht, als recht in dem Gebiet, weil dann nochmal den kompletten Weg rumrennt. So, also sowas von am Rand der Karte hier. Oho, ist sogar noch abgehauen. Oh, ich drücke noch auf die falsche Taste, ey. Also wie dicht muss ich denn dran stehen? So. Geheilt. Oh fuck. T. Oh. Echt aufpassen. Was ist das nächste Terminal? So, da haben wir das nächste Terminal. Sieht auch jetzt nicht total schwer aus, wenn ich den jetzt hier rausnehme. So. Ach, es war ja klar, ne? Ich hätte drin warten sollen einfach. Und das war jetzt zu spät. Ich hätte dann einfach warten sollen und dann die Tarnung einfach wieder aktivieren sollen. Das hätte sogar funktioniert, aber gut, wenn man halt dumm ist, dann geht's halt nicht. 15 Gegner. Gucken. Also ich denke mal, es hätte funktioniert. 100%ig kann man es natürlich nicht sagen. Ich glaube, ich hatte es sogar, als ich es privat gespielt habe, sogar so gemacht. Ich habe das ja alles schon mal einmal gespielt, die ganze Story. Ist hier, sonst hätte ich ja nicht hier legendärer Status.
Ich wurde übrigens auch nach meinen, Fakt, das war der Kundendienst, nach meinen Grafikeinstellungen gefragt. Also sieht das hier aus. Ich weiß zwar nicht, warum das jetzt genau gerade wichtig ist, aber gut, ich wurde danach gefragt, deswegen zeige ich es euch einfach mal. Hier ist auch kein großes Geheimnis. Diesmal warte ich hier drin. Los, jetzt kann ich bei uns hier durchscrollen, also so. Habe eigentlich nicht viel verändert, eigentlich gar nichts, so gesehen. So. Tut mir leid, Gott. Ihr habt euren Zweck erfüllt. Scheißhähner will kein Risiko eingehen. Nein, so darf es nicht. Enden. Captain, bitte, für alles, was gut und gerecht ist, bitte helft mir. Wovon sprecht ihr da? Hände weg. Das ist euer Problem. Wenn Shaitana will, dass ihr kämpft, legt euch mit mir an. Danke, für gewöhnlich bekommen wir keine Einladung. Tötet ihn, Jungs. Nö. Ich töte euch. Das war zwar ein Fehler von euch. Das war gerade der größte Fehler eures Lebens. Zack. Ihr habt mir das Leben gerettet. Shaitana wollte mich umbringen, ich... Aber der Reihe nach. Im nächsten Raum warten Gantkopfgeldjäger, ein Geschenk von Rogu und dem Schlechter. Oh. Es war wohl tatsächlich etwas Persönliches. Jetzt sind wir mehr. Zuerst hatte ich da ein paar hellig auf mir Fragen. Rogun gibt niemals Wo auf. Wo findet Rogun diese Leute nur immer? Diese Dinger da hinten. Die Gantkopfgeldjäger haben den ganzen Ort mit dem giftigen Schlamm überzogen, den sie atmen. Sobald die Tür aufgeht, strömt das Zeug hier rein. Wenn Können ihr die nicht tot weggehen? Wollt, bevor euch ein Schuss trifft, vergesst die Gant. Geht an ihnen vorbei und zielt auf die Gasventile. Woher wisst ihr das alles? Wer seid ihr wirklich? Es wird ihnen leid tun. Es macht Rogun bestimmt nicht froh, wenn seine Spielzeuge andauernd kaputt gehen. Vorsicht! Ja, die ganze Zeit sind da hinter dir Messer und sowas alles. Oder was ich was das sein soll. Wann gehen die Dinger eigentlich mal weg jetzt? Ach komm, da kann ich mir jetzt einfach durchstelfen hier. Weil ich es kann, kann ich mir jetzt einfach durchstelfen. So, hier ist eine schöne Eisplattform. Warum ist hier echt das Terminal 2? Fuck, falsche Seite. Dann nehme ich den raus und hoffe, dass ich da nicht entdeckt werde. Los, auf die Beine! Okay, zur Sicherheit. Fuck, das dort ist da unten. Gut, egal. Gehen wir erstmal nach hier drüben und nehmen das Terminal. What the fuck, der steht aber ganz schön dicht da dran. Ne, ich bleib hier stehen. Ich bleib hier definitiv stehen. Da war das dritte Terminal. Nehme ich den weg. Und dann dürfte das klappen. Ich gehe zum Kontrollraum zurück und ich bleibe jetzt hier definitiv stehen. So. Wie immer gesagt, was würde ich bloß ohne diese Tarnung machen? Das war schon das zweite Mal, dass ihr mir das Leben gerettet habt. Ich habe es ernst gemeint, dass ich nicht mehr lügen will. Gebt mir nur eine Sekunde. Das ist Neuland für mich. Manuel ich Neuland. Arbeite für Rogun. Kabel so, Neuland. Jetzt ist es raus. Der einzige Grund, warum ich nach Hoth geschickt wurde, war, um Gut. euch zu töten. Aber ich will es nicht mehr tun. Ihr arbeitet für Rogun? Sag mir die Wahrheit. Ich werde euch töten. Ihr arbeitet für den Mann, der mich über 6 verschiedene Planeten gejagt hat. Und jetzt wollt ihr es nicht mehr tun? Ich wusste nicht, wie ihr wirklich seid. Für den Jedi-Rat gibt es nur Schwarz und Weiß. Wenn sich jemand von der hellen Seite abgewandt hat, warum soll man sich noch mit ihm abmühen? Ich stand bei Rogun in der Schuld. Er hat mich praktisch zu Shaitanas Sklaven gemacht. Ihm erlaubt, mit mir zu machen, was er will. Was hattet ihr erwartet? Wo wollt ihr hinaus? Ich werde euch trotzdem umbringen. Ihr wusstet aber schon, dass man ihn nicht Rogun, der gutherzige Verteidiger verwaister Jedi, nennt. Ich dachte immer, schlechter bedeutet, dass sie niemand besiegen könnte, bis ich euch traf. Ihr habt Alilia bezirzt, mich gerettet und Kandas Leute gegen ihren Anführer aufgehetzt. Rogun entfacht nicht halb so viel Loyalität wie ihr.
Lasst mich alles wieder gut machen. Ich kann euch zum Tarner bringen. Keine Tricks, keine Fallen. In Ordnung, dann mal los. Ihr solltet lieber nicht lügen. Vergesst es. Wo ist der Tarner? Und auf was muss ich mich gefasst machen, wenn ich ihn mir holen will? Tarnabstoch. Die Basis des Weißen Schlunds ist in einem der abgestürzten Schiffe der Republik. Viele Wachen, keine Besucher. Ich treffe euch dort. Wir können zusammenarbeiten, um an den Wachen vorbeizukommen und den Tarner zu finden. Obwohl ihr euch auf eine Überraschung gefasst machen solltet, wenn ihr ihn seht. Triff dich mit Gustunor. Schön am Leben bleiben. Okay, jetzt geht's da rein, okay. Porte ich mir erstmal wieder zurück. Süßes und Saures. Hier, Süßes oder Saures. Sind wir jetzt hier bei Halloween gelandet. So, das hier geht noch über eine Stunde, anderthalb Stunden geht das noch. Das sollte reichen. Für Rot. Erinnerung, mechanisierte Reisen so. Sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Müssen wir oben oder unten rein? Unten. Oh, hier gibt's glaube ich auch... Hier ist glaube ich irgendwo ein Datacron. Aber war das auf der anderen Seite? Ich weiß immer nicht, ob hier das Datacron ist oder oben. Also oben ist auf jeden Fall auch ein Datacron, aber beide können wir glaube ich nicht holen. Könnt ihr euch höchstens erklären. Obwohl, wenn ich erkläre, dann versteht sowieso keiner. Sucht euch das einfach mal. Gibt genug Guides. Alle Datacrons sind übrigens auch für das Imperium sowie auch für die Republik zugänglich. So ein, warte, wenn er jetzt hier das Gebiet wechselt, dann sehen wir es auch gleich. Also hier oben gibt es einen Eingang, da muss man so eine alte Drohne legen. Komischerweise musste ich, als ich das damals geholt habe, das nicht machen. Bei mir war das Ding schon aktiv. Deswegen konnte ich mir das sparen. Ach genau, dafür war das, glaube ich, dieses der Datacron, dass ich in der... Das Ding habe ich übrigens in der Gildenbank. Also falls ich euch das mal zeigen soll. Aber falls ihr das mal nutzen wollt, dann könnt ihr gerne mal in die Gilde kommen und dann... Ach, wie bin ich? Warum bin ich jetzt hier stuck geblieben? Als wir ausprobieren, wird einfach mal in die Gilde kommen. Armee von BGLP kann jeder rein. Und ja, könnt euch das Ding rausholen und austesten. Ihr solltet natürlich dort das Datacron noch brauchen. Weil ich glaube, das ist nämlich dann auch weg, wenn man es benutzt. Macht ja auch Sinn, wenn man es da ja einsetzt. Aber man muss es natürlich so reinsetzen und dann wird es halt aufgeladen. Und dass hier unten, wo wir jetzt auch rein müssen, da muss man ziemlich viel mit bewegenden Kisten fahren. Kisten sind toll, ich weiß. Aber das ist mir zu nervig, das dauert zu lange. Dort mit ungefähr eine halbe Stunde, nee, halbe Stunde nicht. Sag mal so 5 bis 10 Minuten fährst du da rum, mit scheiß Kisten, hast du noch Pech wie ich. Nee, darauf habe ich keinen Bock. Ich kann es euch höchstens erklären, wie man das macht. Wenn ihr das Datacron braucht, ich brauche das ja eh nicht. Dann... Ja gut, dann könnt ihr das mal nachmachen. Sinn macht es übrigens, wenn ihr dabei Raketenschub habt. Weil das erleichtert euch die Sprünge auf die Kisten. Genau, hier war glaube ich auch nochmal ein drittes Datacron, das lag hier oben irgendwo drauf. Da hinten irgendwo. Wartet, ich glaube hier war das, oder? Ich glaube hier. Ich weiß aber nicht ganz genau, wo das war. Da muss man von da aus hier auf die Felsen gehen, von da aus hier auf das Raumschiff hier raufspringen. Dann hat hier am Rand so lang watscheln, bis man irgendwann da ankommt, dann eine Etage höher irgendwo. Wie sieht man das von hier aus? Ah, hier. Hier an der Stelle, also ich springe hier unten so lang, an der Stelle eine Etage höher gehen, dann hier zurückgehen und dann ist hier das Datacron. Da. Hoffe mal, ich habe das jetzt verständlich erklärt. Ist allerdings auch für die Rap-Seite leichter zu holen als für die Imp-Seite. Denn hier... sein Heldengebiet für die imperiale Seite. Also sind da ganz viele republikanische Jedis. Ja, Jedis sind republikanisch, ja. Hier sind da ganz viele Jedis und die machen halt Bums. Sind ganz schön stark. Stark sind sie nicht, aber egal. Auf jeden Fall, als Republikaner sind das dann alles freundliche und dann wo man dann so durchfahren, abholen, fertig. Ich glaube, das hier war damals auch verbuggt. Star of Coruscant, so heißt das Raumschiff übrigens. Hier könnt ihr euch was über dieses wunderschöne, über den größten Schatz auf Hohes Raumschifffriedhof durchlesen. Hier von der Star of Coruscant. So. Oh, hier ist ein Elite. Muss ich aufpassen. Oh, wie schön, dass ich Tarnung habe. Das ist so angenehm.
Du musst nicht kämpfen. Okay, das war ja auch die Seite. Weil hier hinten ist ein Fahrstuhl, der natürlich auch gerade wieder abhaut. Der fährt auch ziemlich langsam. Da müsst ihr drauf. Dann eine Etage höher und dann halt mit diesen Containern, die da oben fahren. Vielleicht sehe ich sie gerade. Wo ist denn dieser Container? Hier müsste irgendwo so ein scheiß Container irgendwo sein. Ah, hier. Ah, da auch noch. Die fahren ziemlich langsam. Mit dem müsst ihr fahren. Hin und her. Ich kann es euch vielleicht nachher mal zeigen. Ich glaube, nee, ich zeige es lieber nicht. Sonst komme ich wieder in die Verlegung, es trotzdem zu machen. Darauf habe ich jetzt überhaupt keinen Bock. Aber warte mal. Ich würde sagen, das hier machen wir erst in der nächsten Folge. Geheilt. Ja, nächste Folge. Okay, dann bis bald und ciao.